Guck, so wollte ich das bauen. Okay, so kann man aber nicht mehr in den Berg reinfliegen, oder? Geht das noch? Nee, das ist stimmt. Das ist dumm. Okay, mach weg. Schraub weg die Kacke. Aber wie machen wir das? Ich finde, das sieht. Okay, jetzt müssen wir es auf der anderen Seite auch machen. Dafür müssten wir aber die ganzen Teile abbauen. Wenn wir den hier wegmachen. Obwohl, du darfst das Schiff jetzt nicht bewegen oder nirgendwo gegenfliegen. Oh. Finn, es fliegt weg! Es hebt ab! Es hebt ab! Mayday, Mayday! Ja gut, haben wir beide Seiten schon einmal verloren. Das ist eine gute Voraussetzung, Finn. Das ist total, eigentlich total schädlich für unsere Augen, oder? Was wir hier machen. Was? Ja. Ich noch schweißen. Wir haben ein Visier runter, Finn. Rein. Wir haben noch ein Visier. Ach, wenn du es nur wenn du auf der Erde bis uns aufhast, dann ist es. Soll ich das mal aufmachen, dann bin ich blind. Finn, wir haben was ganz wir haben was ganz anderes, Wichtigeres vergessen. Mir fällt es gerade auf. Die ganze Optik hier ist kaputt. Was ist denn da passiert? Ja, fällt dir nicht auf, ne? Irgendwie umgedreht. Oh. Ah. Ach ja, okay. Guck mal, so sieht das doch geiler aus. Ja, und das klappt. Das klappt. Okay. Wenn nicht, haben wir dann ein paar Lackschaden. Lackschaden ist ja nicht so schädlich. Also kann ich jetzt mal eine Probefahrt machen. Nee, ich möchte eine Probe finden. Lass mich lieber. Das sieht einfach so hässlich so groß aus. Muss es natürlich jetzt neu spielen. Finn, fliegt da nicht mehr, nicht so gegen. Heimlich vor. Junge, das ist ziemlich mobil und wendig, wie es aussieht. Ich merk's, guck dir das an. Und ich wollte auf jeder Seite zwei normalerweise bauen. Ja, soll ich einmal versuchen, hier oben anzudocken? Ja, versuch's mal. Mit deinem Pöpöchen. Finn, ich glaube, wir haben gar keine Düse. Doch, wir haben eine Düse, die nach unten geht. Wir müssen noch eine Antenne drauf klatschen. Wofür eigentlich? Dann wird erklärt, dann ist immer ein Signal da. Bei der. Kann ja, runter, runter, runter. Ja, genau, und dann wird immer angezeigt, wo es ist. Runter, ja, runter. Und jetzt P drücken. Perfekt, angedockt. Okay. Aber jetzt möchte ich was versuchen. Finde ich, schalte die Bohrer an. Es ist noch gucken, ob es ein Mining-Schiff ist. Geh mal bitte ein bisschen Eis holen, Jonas. Eis? Mein Schiff. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Vom Berg. Hier ist so heiß. Ja, ich weiß, ich flieg rum. Es ist wirklich schnell. Hier ist Eisen, da ist Eis. Ingame-Perspektive und 1. Mal gucken, wie das aussieht. Geh mal nach vorne, vor mir, Finn. Boah, was geht denn hier jetzt ab?
kam auf einmal ganz viel, genau. Guck das von vorne an einmal, ja? Bei mir passiert gar nichts, du stehst hier vor. Ja, du sollst auch noch gucken. Ich hab's da auch nichts gewandt, du sollst jetzt gucken vor mir stellen. Achso. Okay. Alter, das wackelt ganz schön. Nee, da will ich nicht rein. Alter, wie es anhört. Dann bin ich mal gespannt, was für Lackschäden haben. Oh, gleich hast du. Was ist? Jonas? Ja, was ist? Ich seh's nicht. Oh. Stopp, Maschinen aus! Maschinen aus! Alles aus! Stopp die Maschinen! Mein rechter Arm brennt, Finn, lösch ihn! Mann, Finn, okay, wir brauchen definitiv für vorne Stoßdämpfer. Ja. Und du hättest fast unseren Gyro weggemacht. Unseren Gyro? Ja. Zum Glück ist der. Oh, der Atomreaktor. Knapp. Echt so krass. Wie viel Eis haben wir eigentlich? LOL, unsere ganze Box ist im Arsch. Die raucht schon. Oh. 137k. Jonas. Ja. Du hast gerade 137k Eis gefahren. Ja. Habt ihr auch ein großes Loch reingemacht? Aber guck dir unser Ding an. Ja, ich weiß. Also hier unten die Stoßdämpfer haben gut was ausgemacht. Wir müssen die Dinger viel weiter nach vorne bauen. Erste Probe hat unser Schiff sieht so aus. Alter, ich übersteuere gerade komplett. Finn, wir haben... also, den Nutzen? Das muss festgehalten. Vor allen Dingen... Voll lieb, Finn. Du setzt dich da mal rein und drück mal V. Du kriegst davon nix mit. Ja. Für unsere gesamten Stoßte. Alter, das Schiff sieht ja aus. Das hat halt überall Schaden genommen. Okay, flieg das mal zurück zum Dock, wenn das überhaupt noch fliegen kann. Ich? Du machst okay. Ich irgendwo eben. Wir müssen uns was anderes überlegen. Das ist keine gute Idee. Kein gutes Schiff. Ich weiß, wie wir das machen. Wir müssen die Bohrer viel weiter vorne setzen. Ja. Ah, ich muss so bremsen. Ich muss bremsen. Auf der einen Seite kein Antrieb mehr. Was ist denn jetzt passiert? Der Arm hat kurz geleckt. Ja, weil ich weggesaved habe. Der Safety alle 3 Minuten. Oh oh, wir werden aufklatschen. Jonas! Nichts passiert! Doch. Nichts. Braucht auch sein Unterantrieb. Nein, nein, der raucht nicht. Ah ne, der ist seine Docking Station. Was ist dein Plan gerade? Landen. Nicht nur noch landen. Land ich? Bin ich gelandet? Kann ich mir eigentlich Eis daraus nehmen? Ich kann mir kein Eis daraus. Ja, das geht auch nicht, weil das nicht... Alter, das ist so kacke ohne Triebwerke, die dagegen arbeiten. Wie viele Meter sind wir nicht hoch noch? Oh, ich krieg Schaden, wenn du mich mit deinem Antrieb befeuerst. Ist doch logisch. Okay, Finn. Was habe ich kaputt gemacht? Oh ja, ich sehe es. Nichts passiert, Finn. Das Ding kann das aushalten. Alles gut. Russia Ika. Okay, ich würde sagen, Reparaturen durchführen. Oh, wir haben schon 0,23. Ich glaube, ich mache jetzt aus, Jonas. Wie du mal auch, Mann, Finn. Wir müssen das reparieren. Ja, das können wir morgen machen. Ja, wieso? Du hast so Zeit. Nein. Doch, warum nicht? Ich muss morgen früh raus, oder was? Na, ja. Wir haben kein Eis mehr hier drin, oder was? Ey, ich bekomme keinen Sauerstoff mehr, Finn. War schön mit dir. Finn, ich bekomme keinen Sauerstoff mehr. Ja. Du auch. Das geht. Du hast hier Kacke gebaut. Dass die Medical Station funktioniert nicht mehr. Hab ich aufgebraucht. Ja, ich tanke jetzt bei dir oben im Dings. Ist oben bei dir in deinem Dings mir geholt. Das Ding. 50k Eisen. 131k Eis.
Ja, und du warst da 5 Sekunden dran oder so. Ja! Und das Schiff sieht dann schon so aus. Finn, das Schiff bewegt sich. Das Schiff bewegt sich! Stimmt. Lass mal, warte, ich schicke mein Schiff kurz hier weg. Park das woanders, dann kannst du auf diesen Dingern da parken. Ich kann nicht Oder? bremsen. Außenperspektive? So, okay, hier. Ich kann nicht bremsen. Ich habe keinen Antrieb mehr zum Bremsen. Soll ich dich anschubsen? Nein, ich krieg das schon hin. Das Problem ist, wir haben da kein Control Panel. Ich sehe halt absolut nichts darunter. Soll ich dich navigieren? Ja, so ist gut. Genau so runter. Oh, jetzt setzt du auf. Setzt auf. Aber mit der Docking Station. Ja, ist ja egal. Das wird ja auch funktionieren. Das aber weiß noch. Ja, ich weiß. Weil du hier das docken musst. Mit einem Control Panel. Aber ich schicke kein Control. So. Ja, ich glaube, das bewegt sich aber nicht mehr, oder? Also nicht. Haben wir es abgebaut, das Control Panel? Alter, der Doch, Sitz das ist. bewegt sich noch. Schnell ein Tatsache. Control Panel bauen. Nee, ich. Wir haben. Jonas! Ich merke gerade, wir haben keinen Antrieb mehr da vorne zum Bremsen. Wir ist alles kaputt. Hier ist gerade ein ganzes Teil abgeflogen. Erzähl mir bitte, dass du das gerade auch alles aufnimmst, oder? Ja, wieso? Gut. Oh Mann, Alter, Finn. Ich komme auch nicht mehr nach oben. Alles ist im Arsch. Ja, ich kann auch nichts mehr machen. Vor allem hier fehlt mir die ganze Seite, sucht man das Teil. Das ist weggeflogen. Ja, du hast das komplette Ding kaputt gemacht. Ey, das war scheiße konzipiert. Die ganze Seite fehlt, das heißt, der ganze Antrieb ist weggeflogen. Die ganze Antriebshälfte. Ja. Wo ist der hin? Den müssen wir so noch. Fest? Der ist nicht fest, das ist keine Nein, Ahnung. Nein, mein Schiff, ist das so fest? Ich habe keine Ahnung. Also ja, es ist halt gegen Berg geflogen. Oh, was ist mit unserer Basis passiert? Es liegen irgendwie ein paar Teile. Guck das mal von der Seite an. Ich weiß. Warum hat das so eine große Delle? Erzähl mir das mal. Weiß auch nicht. War ein super Erlebnis damit. Also können wir das ganze Ding komplett zerschrotten? Eigentlich schon, ne? Also ich glaube, wir bauen kein großes, wir bauen so ein kleines. Also, ein kleines handliches. Das okay, ist komplett. Ich finde, das ist komplett kacke, das Ding. Ich finde, das weiß. Hebt ab! Das hebt ab! Ja, wenn du jetzt ausmachst, dann, ja. Ist es morgen weg? Wie, warum? Ja, nein, der ist nicht weg. Das sieht so stylisch aus. Dachvertieferung. Ah, super. Ich habe mich halt auch gefragt, warum ich nicht bremse. Weil der Antrieb nach vorne. Der ist schon lange weg. Der ist schon vor 5 Jahren explodiert. Was meinst du, warum ich dreimal irgendwo vorne keine King geflogen bin? Weil ich hatte ja nur noch meine beiden hinteren Antriebe. Ja, du hast den hier unten hin gemacht und natürlich, wenn du irgendwo reinfliegst damit, ist das erste, was abfliegt. Ja, wir müssen gucken, dass wir die Bohrer so bauen, dass halt alles nicht und nicht nur eine Reihe. Weißt du, was ich meine? Aha. Es funktioniert noch zwei Antriebe und die restlichen sind alle kaputt. Das heißt, wir können das Schiff gar nicht mehr ersetzen, ne? Wir haben gar nicht. Hast du alle wichtigen Sachen aus dem Inventar genommen? Ja. Okay. Wir müssen halt gucken. Aber ich sag erstmal für die Zuschauer, wir sehen uns nächste Mal in der nächsten Aufnahmesession, wo es weiter mit den Chaoten geht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.